und schmeiß da jetzt meine Nate hin. Hier ist Geschütz. Was? So Leute, ich bin es der Markus vom Kanal GameCorp und heute spiele ich wieder eine Runde Modern Combat 5. Ich spiele Team Deathmatch auf Baustelle, heute mal wieder auf dem PC. Und das ist es, um was es heute gehen soll. Und zwar um Modern Combat 5 und GameCorp. Ja, ich habe vor, jetzt einfach Modern Combat 5 die ganze Zeit nur noch auf dem PC zu bringen. Da ich ja eigentlich nur noch auf dem PC spielen muss, weil ich nur noch auf dem PC spielen möchte. Und deswegen passt es eigentlich ganz gut, dass es das Spiel auf dem PC gibt. Und dann habe ich mir eigentlich jetzt erstmal so vorgenommen, Modern Combat 5 nur noch auf dem PC zu bringen. Ich weiß nicht, wie meine Meinung sich verändern wird mit der Zeit, aber momentan denke ich, dass ich das so machen werde. Ihr könnt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, aber es wird eh kein großer Unterschied sein, außer dass die Qualität besser ist und dass ich schlechter bin. Ich muss mich nämlich an das Aim hier auch in Modern Combat 5 gewöhnen. Das Umschauen ist leider etwas schwammig verglichen zu anderen Shootern auf dem PC, was mir nicht so gut gefällt, aber ich versuche damit klarzukommen. Und schmeiß da jetzt meine Nate hin. Hier ist Geschütz. Was? Ich bin einfach so blöd. Ich check nicht, dass da ein Geschütz ist. Schmeiß eine Nate nach oben, die Nate killt mich. Leute, das meine ich mit. Ich bin noch schlecht in Modern Combat 5. Ich versuche mich natürlich zu bessern. Also ich bin schlecht in Modern Combat 5 auf dem PC. Versuche mein Aim noch ein bisschen zu verbessern. Ich muss die 1 einsetzen, glaube ich. Ne, halt, warte. Die 3. Die 4. Und Enter. Nochmal. Schade. Ich weiß nicht, wie ich mein Recon Aircraft einsetzen kann. Egal. Das muss ich auch noch rausfinden. Turret ready to go. EMP Strike ready. Und ich bin gestorben durch die AAW1. Ich bin auch hier in der Platin-Liga. Versuche auch hier mein Bestes, genauso wie auf dem iPad. Und, ja, ich hoffe, ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Dass ich jetzt erstmal Modern Combat 5 nur noch auf den PC bringen werde. Weil es einfach leichter ist für mich so, ja, die unterschiedlichen Videos aufzunehmen. Da ich, ja, Overwatch etc. nebenher bringe. Und ich das dann auch auf dem PC aufnehme. Und das war gerade ein richtig komischer Move von mir, dass ich da in den Gegner-Spawn reingegangen bin. Ich würde gerne echt wissen, wie ich das Zeug hier einsetze. Moment kurz. Enter. E. F. Nee, keine Ahnung, sorry. Sorry, Leute, ich muss es echt rausfinden. Jetzt kann ich halt eben kein EMP-Zeug etc. einsetzen. Nur eine Beihilfe, weil da einer mit der Slug spielt. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Noobtubes unterwegs auf dem PC. Mein Score ist momentan 4 zu 3. Dreimal bin ich schon gestorben, what the fuck? Okay. Irgendjemand sniped da. Komm, dich bekomme ich doch. Nice. Die Aufschlaggranate würde ich gerne mal haben hier. Dann müsste ich nicht hier mit meiner Nagelgranate rumeiern. Wow. Mit der Norbok wurde ich geholt. Ah, ich habe aber einem gut Damage gemacht mit meiner Granate. Da könnte ich vielleicht sogar noch eine Beihilfe bekommen. Wobei das jetzt schon zu spät sein wird. Man regeneriert ja ziemlich schnell Leben hier in dem Spiel. Stirb! Alter, man hat. Ich habe hier kein Aim. Ich habe hier null Aim und da kommt dann mit der Shotgun. Das ist ja, was weiß ich, auch so ein Triader, so wie auf mobilen Geräten eben. Mann, das ist kritisch. Das ist echt kritisch hier. Ja, okay, ich spiele halt eben nur mit der Compact, wie ihr seht. Also habe jetzt noch keine so krasse Waffe. Und es wird sich auch nicht so schnell ändern, weil ich keine Packs kaufe und man nur noch durch Blaupausen Waffen freischalten kann. Deswegen bleibe ich jetzt erstmal bei der Compact und bei den anderen Waffen, die ich so habe. Und lol, schon zu Ende. Ich bin da rechts. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt ging. Ja Leute, das war also so ein kurzes Infovideo. Ich hoffe trotzdem, wie immer, das wird euch gefallen. Lasst mir mal eine Bewertung da, ein Abo wäre auch nice. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. We'll be right back.